Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harvest Moon, der Großbrother. Bevor wir jetzt das Spiel beginnen, möchte ich kurz eine Anmerkung machen. Und zwar, ich werde jetzt diese Abstimmung, die ihr bis jetzt immer unten in der Videobeschreibung hattet, ich werde die jetzt auflösen. Und zwar hat Antje gewonnen. Antje wird die Frau unseres Lebens. Das heißt, wir werden nur noch ihr Sachen schenken. Mit den anderen Mädels wird höchstens mal ein Schwätzchen gehalten. Und wir konzentrieren uns volle Kanone auf Antje und ihren Bobby. Dann hoffen wir mal, dass das gut wird. Ich habe nämlich keine Augen. Aber ich bin nicht unglücklich. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, wow, voll cool, die Antje. Ich bin jetzt aber auch nicht unglücklich. Also, ne, sie ist schon eine gute Kandidatin. Ich glaube, sie ist schon ganz schnucklig. Wir werden schon schöne Kinder mit ihr kriegen. Möchtest du die Spiel laden? Ja. So. Jo. Jo. So. Hab ich irgendwas in der Tasche? So, ihr seid brav gefressen. Und der Muku bin ich auch am machen. Hallo, Shiny. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Ey, ja. So. Jo. Sie kriegen jetzt auch was zu fressen. Jo. Jo. Ich weiß gar nicht, ob die Katze die heute rausholt. Jo. Oha. Jo. Und hey Max, schön, dass du vorbeilöst. Sieht nicht so aus. Jo. Oh, wir können Walnüsse machen, sehr cool. Jo. Wir können Dosen voller Walnüsse machen. Hat jetzt eine Katze? Hey. Jetzt einen Vogel raus. Hey, ja. Hey. Nee. Sieht nicht so aus, als wird heute was wieder rauskommen. Ach, du hast Miitopia durchgesucht. Ja, gut. Hattest du das schon für den 3DS oder hast du es dir jetzt erst für die Switch geholt? Ich muss ja supporten. Hilfe, werde gezwungen, XD. Wird er gar nicht, Er lügt. Dankeschön, Skinner. Danke dir für deinen Support. Und ist das jetzt gut? Wenn du es ja schon für den 3DS hattest, dann kannst du ja sagen, lohnt sich das zu kaufen oder eher nicht so? Weil klar, du hast jetzt, du kannst die Mies jetzt cooler gestalten anscheinend und du kriegst jetzt irgendwie auch ein Pferd. Aber gibt es jetzt so krasse Unterschiede, wo man sagt, ey, das sorgt dafür, dass man sich das Spiel wirklich nochmal holen muss? Oder sagt man so, ja, die 3DS-Version ist auch vollkommen in Ordnung. Weil das würde ich nämlich ganz gern wissen. Weil ich habe ja die 3DS-Version ja auch. Nur ich weiß nicht, ob ich nochmal so viel Geld für die Switch-Version ausgeben möchte. Da bin ich ein bisschen geizig. Okay. Also so krasse Verbesserungen, dass man sagt, es lohnt sich auf jeden Fall nochmal zu holen, oder? Nur weil es jetzt grafisch hübscher ist. Ich gehe nochmal hochgucken. Ich kann mir vorstellen, dass die Katze das eventuell geholt hat. Ein Huhn rausgeholt hat. Es geht ja darum, ist die Story komplett die gleiche oder ist das so ein Ding so. Ja, Story ist das immer noch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, und alle. Weil, klar, die neue Version sieht halt cooler aus, aber ich weiß nicht, ob ich so viel Geld dafür ausgeben möchte.
Wir haben leider keinen Mediamarkt in der Nähe. Immer bitte blauen. Naja, ich werde es mir noch überlegen. Aber ich glaube, ich würde es eh nicht nochmal auf den Kanal bringen. Einmal, glaube ich, reicht vollkommen aus. Das Spiel war lange genug. Die Walnüsse sind fertig. Oh. Guten Morgen, Simba. Viel Erfolg heute. Habe ich Blümchen? Verdammt, ich habe keine Blümchen. Mach ich. I don't have a Blümchen. Da müssen wir halt nur so mit der Schnackel. Da bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Hey Chaos, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Also, du würdest mir empfehlen, es nochmal zu holen. Ach, heute ist Freitag. Oh. Voll voran. Heute ist ja Freitag. Ist schon eine schwierige Entscheidung. Vielleicht, wenn ich partout gar nichts mehr zum Spielen habe, wäre das vielleicht eine Idee. Ja, aber es geht mir ja nicht nur ums Aussehen, sondern es geht mir ja auch darum, um den Inhalt. Und wenn die Story ein und exakt dieselbe ist, finde ich es ein bisschen lame. Ey, ja. Gut, du kriegst jetzt auch noch einen Pony dazu. Aber Kosmetik alleine rechtfertigt nicht den Preis, ehrlich gesagt. So, nochmal ein bisschen üben. Bald ist es soweit. Bald ist der Wettkampf. Verdammt. Das war so knapp. Ja, man bekommt irgendwie relativ schnell auch einen Pony. So, jedenfalls in der Demo hat man sehr schnell anscheinend einen Pony gekriegt. Das sogar noch mitkämpft. Mit dem man anscheinend so schnell unterwegs ist. Es ist immer das Gleiche. Jetzt komme ich oben hin, aber unten nicht weiter. Weil ich Angst habe, dass ich aus der Kurve rausfliege. Jetzt mache ich die Anfängerschrecke nochmal, verdammt. Ach, es gehen doch schon 17 Monate. Verdammt. Ach, das ging ja nach oben. Mm. Ist ja das Anfängerding. Das heißt, habe ich morgen denn Brasata? Oder kommt da noch was dazwischen? Nee, muss ja morgen Brasata sein. Da muss ja morgen Brasata sein, sonst funktioniert das Ganze ja gar nicht.
Okay. Dann wünsche ich dir auch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Dankeschön, dass du da warst. Ey, ja. Nochmal die Sachen, die. Ey, ja. Ey. Jetzt hat das viel Dockenhuhn rausgeholt. Ich fass es nicht. Mir wurde gesagt, vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen Holz und Bausteine einfach verkaufen, damit wir überhaupt was zum Verkaufen haben. Das ist nämlich gar keine so schlechte Idee. Aber ein Ladenbrötchen. Die Kekse behalte ich. Nee, das wollte ich nicht. Wertloses Erz. Das nehme ich mal mit. Gehen wir noch ein bisschen angeln. Jetzt hat die miese Katze doch noch. Ah, mir geht's ganz gut. Ich bin etwas müde, ehrlich gesagt, weil wir eben gerade gegessen haben. Und jetzt sagt mein Körper, es ist Zeit für ein Mittagsschläfchen. Apropos die Dame, die ihr jetzt hier seht, ne? Die Antje, das wird unsere Frau unseres Lebens. Ich rede gern mit ihr. Ja, schön. Sie hat, ich würde sagen, unser Herz erobert, aber sie hat das Herz der Zuschauer erobert. Die, die für sie gewotet haben. Aber Chaos, wie geht's dir denn? Ich habe vorhin, als wir bei Scanner im Chat waren, leider nicht so richtig mitgelesen, weil ich nebenbei noch ein bisschen am Recherchieren war. Da war ich leider nur so halb da, um meine Mod-Pflichten nachzukommen. Ich habe irgendwie nur gelesen, bei dir hat es irgendwie auch die ganze Zeit geregnet und stand im Regen draußen, weil du einkaufen wolltest. Ne? Wir waren heute auch einkaufen und haben dann schnell die Regenpause schnell ausgenutzt und sind schnell in die Stadt, um schnell die Sachen zu kaufen. Und ich hatte heute extra bei Thalia angerufen, gefragt, ja, wie sieht denn das aus und so. Und ich habe das ja auch bei Discord reingeschrieben. Ey, wie sieht denn das aus? Ich habe Sachen bestellt. Kann ich jetzt einfach so hin oder muss ich einen Termin machen? Nee, können sie ja so hin. Und sie sind ja in NRW, da ist es ja dann, ne, dann sind sie ja getestet, geimpft und genesen. Du darfst, ich darf bei Thalia nicht rein, solange ich nicht getestet, geimpft und genesen bin. Ich darf vorne mir meine Bücher abholen, aber ich darf nicht rein. Nur mit einem negativen Test oder mit einem Impfausweis. Ich habe beides nicht. Ich habe leider beides nicht. Also wir werden morgen sehr viel Schrott verkaufen, habe ich das Gefühl. Aber wie kommt man auch so darauf? Es reizt mich so ein bisschen in den Fingern da drauf zu kloppen. Schade. Ich hätte es cool gefunden. So, der Fadi mag noch, glaube ich, irgendwas mit Curry oder so, ne? Gucken wir mal. Hat die Alte irgendwas, wo man sagt, ey, das ist voll gut. Eisbrei. Mhm. Und Sashimi. Yeah, ich hab das Rezept für Reisball. Hi Simba, was machst du gerade? Faulenz doch nicht gestundet. Würde ich nie machen. Ich war schon angeln und Skateboarden und angeln. Hab meine Liebste jetzt begrüßt. Und ihr sogar ein Geschenk gegeben. Also ich war sehr fleißig. Hab die Tiere versorgt. Und bei mir Donuts, jetzt geht's los. Jetzt kommt's. Jetzt kommt das Gewitter. Jetzt kommt das böse, böse Gewitter. Erinnert mich daran, dass ich gleich noch die Münze raushol. Ich muss jetzt auch mal gucken, wie viel Futter ich überhaupt noch habe.
Also die Katze hat für morgen noch. Was sagt denn hier? Ähm, 29, das reicht. Ich glaube, ich habe gar nicht genug Platz hier, um die Sachen morgen mitzunehmen. Genau, Bazar und dann ist gleich der Skateboard-Tag. Wuhu! Wird spannend. Status ansehen. Ausbauen. Das wollte ich nicht. Antje, wie geht's dir? Meine Liebe. Felix hat schon 2 Herzen. Ich brauche den aber mindestens auf 3. Im besten Fall auf 4. Er mag Säfte und Süßes. Na gut. Im Frühling! Da packen wir es. Im Frühling. Heute ist Bazar. Jo. So viele Eier. Können die Hühner mal nicht alle die gleichen Eier legen? Das ist ja eine anstrengend. Das ist ja sau anstrengend mit euch. Eine Kuh, eine Meh. Ich glaube, das Lied singe ich zu jedem Harvest Moon und Story of Seasons, ne? Jo. Eine Kuh, jo. Eine Meh, jo. Eine Tete. Es ist aber halt das Winterlied für mich, ne? Jo. Es ist das Weihnachtslied. Jo. Go. Jo. Go. Jo. Go. Jo. Go. So. Ey, ja. Ich denke mal, ich habe jetzt alle geworfen. Passt schon. Passt schon. Da ist die Mietekatze. Miete, jetzt mach keinen Scheiß mit mir. Ich hab zu tun. Da ich ja wenigstens den Hammer bei habe. Hammern wir uns nur ein. Ah, ich bin so aufgeregt auf morgen. Also auf den Ingame-Morgen. Nicht auf morgen, sondern auf den Ingame-Morgen. Wenn wir den Skateboard. Nee, Snowboard. Das Snowboard von mir ist. Dann entscheidet sich. Hat sich das Üben gelohnt? War ich gut genug? Oder werde ich versagen? Und dann wird Antje erst recht sagen, ne, dich will ich nicht. Ne? Ja. Ey, ja. Sie weiß doch, dass sie die Liebe meines Lebens ist. Ich will doch nur gut genug sein für sie und ihren Papi. Ey. Obwohl ich weiß, dass ihr Vater niemals mit mir einverstanden sein wird, weil ich nur ein blöder Bauer bin. Und sie theoretisch Safran haben könnte. Und damit meine ich nicht Safran, das Gewürz, sondern Safran, der Prinz aus Udo Pingsten. Ich habe leider vergessen, wo der herkommt. Aber vielleicht ist er eigentlich der eigentliche Mann ihrer Träume. Und nicht ich. Das nicht rausholen, ey. Ich glaub, ist ja nicht. Na gut, dann verkaufen wir erst ein bisschen was und dann. Das hier aber auch einfach kein Winter ist, ne? Theoretisch könnte ich nochmal schnell los und, mir die Sachen holen. Ey, ja. Hier oben irgendwas. Das Haustierfutter könnte ich zum Beispiel wegpacken, weil ich auch so wenig Taschenplatz habe. Das ist ja ärgerlich. Aber ist egal. Wir bleiben jetzt hier. Da
verkaufen unseren Schund und dann rennen wir schnell nochmal zurück. Ah, er hat wieder Kätzchen im Angebot und Schafe und Küken und kleine Kälber. Ich glaube, wir müssen diesmal die Glocke holen, damit wir den Stand eröffnen, ja. Wow, wir kriegen echt voll viel. Für so ein wertloses Erz. Ja, aber es kann doch schon mal da stehen. Für das bisschen wertlose Erz ist es aber ganz schön schön. Ach stimmt, ich habe mir schon mal aufgeschrieben, wegen Tier, Olive und so. Liebe Leute, die Zeit ist gekommen, seid ihr bereit? Vor dem Tor warten zahlreiche ungeduldige Besucher. Gibt alles um einen Umsatz. Auf in den Kampf. Man merkt, ich habe schon zu oft hier am Bazar gestanden. Es ist noch gar keiner da und ich bimmel mir einen ab. Wieso hat das Kind wertloses Erz gekauft? Na, Opa, willst du noch irgendwas? Ich will ja nichts sagen, aber der Opa riecht mich ein bisschen auf. Nee, noch nicht. Die können auf jeden Fall. Was ist noch? Guck mal, ich habe so viel unterschiedlichen Kram. Oh, ich habe solchen Hunger. Keine Energie mehr, mir wird schwindelig. Gib nicht auf! Ich streng mich an. In 3 Stunden werde ich es nach Hause schaffen. Dann wird alles gut. Buch hat sich verbessert. Ja, ich wollte es da jetzt nicht umsonst gehen. Meine Brille! Ich finde meine Brille nicht. Da auf dem Kopf. Wie? Aha, vielen Dank. Ich habe es ganz vergessen. Yes! Das hat sich gelohnt. Ich hole gleich noch die anderen. Oh, ich habe solche Tumor und keine Energie mehr. Gib nicht auf. Ja. Ich weiß, ist noch nicht so viel. Aber ich renn schnell und hole noch die restlichen 3 Sachen da ganz hinten. Auch ein bisschen was angesammelt, ne? So. Naja, 11.000 haben wir. Wir könnten das Bett schon mal holen.
Leute, ich habe nicht nur Kakerlaken, ich habe sehr viele Dings, aber ich habe noch anderen Schrott. Nicht so weit vom Dings raustappen, sonst sehe ich nicht mehr, ob sowas kommt. Wieso sind hier so viele Oppas heute unterwegs? Ist ja schrecklich. Los Leute, kauft, kauft! Ich bin immer für euch da. Ah, Simba, das trifft sich gut. Ich suche den Bürgermeister, weißt du, wo der ist? Hier, ohne Seife waschen. Links. Alles klar, danke. Bist du. Immer schön die Auslage hier so schön halt dick machen. Leute, Leute, kauf, kauf, kauf. Ich habe nur so viel Eier. Ich will auf denen sitzen bleiben. Ah, Simba, das trifft sich gut. Alter, der ist immer noch links oben. Was läuft denn verkehrt mit dir? Los, Leute. Ich habe so viel. Das muss alles noch weg. So, jetzt bin ich hier die Eierfee. Leute. Jetzt geht's aber ran an die Eier. Ja, meine Aussage wird sich jetzt nicht groß verändern, das ist immer noch die gleiche, aber kauft doch die scheiß Eier. Komm schon, wer will das letzte Ei haben hier? Ich weiß nicht, wie viele Eier das sind, aber wer will, wer hat noch nicht. Zur Not schmeißt sie einfach den Leuten an die Kopf. Restlos Ausverkauf. Was nun? Pause an. Ja, ich habe heute noch nicht so viel erreicht, ich weiß. Aber ich bin auch... Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Willkommen, was darf sein? Objekt anschauen. Super. 5000, ne? Was hast du so Wunderbares? Bekannt, Butter, Kartoffeln, China, Dampfnudeln. Sprich denn halt der Bürgermeister oder so. So, ich habe noch 12.000, ne? Ja, rein spaziert im Müllgeschäft. Ich hätte genau das Richtige. Willst du eine Familie gründen, dann brauchst du natürlich ein Bett, ein bequemes Bett. Das macht 10.000. Vielen Dank, ich werde es dir im Laufe des heutigen Tages liefern. Was hast du? Kartoffelsamen.
Ich habe, glaube ich, zu viel eh davon, aber nehmen wir nochmal 6 mit. Wo ist der Dude mit, Kauft hier nicht jemand noch so ein Radfahren oder so? Im Eisenbahnstand, okay. Radfahne, eine gute Wahl, damit kostet so 10.000. Kopf. Okay, ich schreibe mir das mal auf. Radfahne, Kopf, 10.000. So, dann wissen wir nämlich, dass wir das auch noch haben. Radpfanne. Topf. 10.000. Ist ja voll wenig, aber ich kann das Bett schon mal wegstreichen. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, wir sind schon mal eine Verbesserung weitergekommen. Wirklich sehr schade, ja. Was soll ich dazu sagen? Nee. Ich würde ja was bei Chen kaufen. Das Problem ist, was mich jetzt bei Chen so ein bisschen nervt, ist die Tatsache, nicht, dass er Sachen hat, die ich nicht gebrauchen kann, weil ich würde mir schon dreimal Öl und alles sowas holen. Ich habe halt nur Angst, dass halt wirklich die keinen Platz im Lager haben. Dass unser Lagerplatz halt zu klein wird. Weil so groß ist das Ding jetzt auch nicht. Das ist halt nur 4 breit. Und das ist halt nichts. Ey, ja. So. So. Wieso nimmt man das jetzt noch nicht zusammen? Wenn du die benutzt, kommen Tiere angelaufen. Sehr praktisch für die Weide. Okay. Ist das denn zusammen? Nee. Also das ein und dasselbe. Kommt schon, ihr könnt euch auch zusammenpacken. Weizenmehl. Kekse will ich aufheben. Reisbrei, Marmeladenbrötchen. Butterkartoffeln. Ich habe mir gedacht, wir müssen ja ungefähr 450.000 sollen wir ja zusammenbringen, bevor sich hier jetzt der Bazar verbessert. Und ich habe gedacht, vielleicht kann man das so ein bisschen an der Bilanz sehen, dass wir vielleicht jetzt schon 300.000 haben. Dass uns noch ein bisschen was fehlt. Aber ich finde das sehr schwierig einzuschätzen. Weil es sind ja, wird ja mal pro Woche gezählt. Und ich kann mir vorstellen, dass es wirklich das ist, was wir auf dem Bazar einnehmen und nicht das, was wir halt unter der Hand verdient haben. Ne? Weil das macht schon mehr Sinn. Nee, wir speichern nicht und wir gehen gleich weiter. Dass wir wirklich bei 310.000 sind. Also es fehlt noch ein bisschen was. Jo. Jo. Du hast noch zu fressen. Ach, heute wird ja das Ergebnis verkündet. Zur Verkündigung ging. Vielleicht sind wir vielleicht nicht... Wir haben natürlich nicht die meisten Sachen verkauft, das ist klar. Aber wir haben eventuell schon mal... die Sachen. Also, es sind wohl alle da. Dann verkündige ich jetzt das Ergebnis des Bazars. Zuerst die drei besten Stände auf Platz 3 mit 36.000. Ne, ich nicht. Melanie! Melanie, was ist los? Lassen deine Kochkünste jetzt nach? Lassen die Kochkünste jetzt nach? Auf Platz 2 mit 44.000. Der Stand vor Mucho.
Und nun der erste Platz mit 56.500. Der Stand von Wilbur. Ich frage mich, wie die das manchmal machen. Da muss er nur zwei Aufträge gekriegt haben. Als nächstes nun derjenige, der meinen Kunden den besten Ruf hatte, die beste Wertung erhielt. Wilbur! Schiebung! Schiebung! Als Vertreter des Dorfes bin ich sehr stolz. Weiter so. Dank euch ist der Basar zum Provinzbasar. Weiter so. Das Ziel für das nächste Mal. Ja, ich weiß. Geht nach Hause. Ja, ab nach Hause mit dir. Wann beginnt das? Um 12 Uhr. Okay, dann habe ich noch ein bisschen Zeit. Dann habe ich ja noch wenig Zeit hier. Ich bin halt am Überlegen, ob ich das Essen nicht einfach verkaufe. Wäre eigentlich die Idee, ne? Einfach das Essen verkaufen. Ey, ja! Jo! 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 Yeah, 5 Sterne. Ey, 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 ja! Holt die Katze jetzt auch einen raus? Ey, To! Das wäre so awesome. Ey, ja! Vielleicht hast du das aber nicht gesehen. Das heißt, wir können jetzt endlich bei... Nee. Keine Ruskohl. Wir können jetzt endlich denn beim nächsten Basar, jetzt wo wir das blöde Glöckchen haben, den bald das Katzenglöckchen holen. Beim nächsten Basar. Den kann nämlich, kann ich endlich auch die Katze trainieren. Was sehr wichtig ist. Weil den kann die nämlich jetzt irgendwann mal anfangen, hier die Tiere, die Hühner rauszuholen. Komm her hier, du Huhn. Du Gubbel, Gubbel. Ihr Arme. Ich verkaufe jetzt das Essen, was ich hier geholt habe. Ich mache das nicht. Aber das. Wirklich viel haben wir ja nicht verdient, aber es geht. Es hat dafür ausgereicht, dass wir so ein bisschen wenigstens etwas Geld gemacht haben. Ich habe aber auch kein Glück mit den Dingern. Ne? Nochmal hier so... Und mal so Sandstein oder was weiß ich, irgendwas Cooles, wäre schon echt geil. Schneebälle gibt es gerade auch nicht, oder wie? Seltsam. Keine Schneebälle für mich, oder wie? Ah, doch, da ist einer. Oh, ich bin so aufgeregt. Objekte verkaufen. Aber jetzt fühle ich mich nicht mehr ganz so arm. Die Ärzte ganz viel gebracht haben. Ne? Aber es wird weg, ist weg. Gut für mich. Ich frage mich, ob ich noch mal schnell so trainieren kann. Heute gibt es ein freudiges Fest, aber du bist zu früh, bist du wohl schon aufgeregt. Komm um 12 Uhr wieder. Sind wir, wirst du teilnehmen? Oh ja. Ich habe fleißig trainiert, meine Dame. Um dir alle Ehre zu machen, um deinen Vater zu beeindrucken, um ihn zu bezirzen.
Damit er den später sagt. Ja, okay, darfst du heiraten. Das ist ja nur der Anfängerparcours. Den Anfängerparcours habe ich ja schon 1000 Mal hingekriegt. Und jetzt klappt es nicht, weil dann wird erstmal gefehlt. Dann wird erstmal gefehlt. Ich kann Honig machen. Was war das denn? Curry-Dampfnudeln. Wie den Schwiegervater. Also heute liegen ja sehr viele rum, ne? Ist aber nur Schrott drin. Ist aber nur Schrott drin. Anfängerstrecke. Komm, Simba, du schaffst es. Noch einmal, weil es so schön war. Wir kriegen das hin. Okay. Alle guten Dinge sind drei. Dann bin ich gut vorbereitet auf unseren... Dings. Ich habe nicht so richtig Schwung gekriegt, ne? Einfach durch. Hey, ich habe genug Schwung gehabt, um richtig durchzukommen. Was will man mehr? Honig würde ich ganz gerne machen. Ja, Honig. Honig hat sich auch sehr gut verkauft. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Wenigstens einer, der meine Hust-Einlagen zu schätzen weiß. Hey Simba, viel Glück heute! Ah ja, werde ich auch. Ach nee. Verkaufen. Hast du schon den Bürgermeister getroffen? Sie an, Simba, nimmst du heute teil? Was, der Bürgermeister ist dort? Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Simba, der Bürgermeister sucht. Ich bezweifle es doch, okay. Erstmal mit allen reden, da freuen die sich. Ganz aufgeregt. Ja, nicht nur du. Ich auch. Hier, guck mal. Heute gibt es ein freudiges Fest, aber du bist zu früh. Okay, ich kann dir jetzt ein Geschenk. Okay, dann halt nicht. Dann schenke ich dir halt gar nichts. So. Heute ist Snowboard. Wer nimmst du teil? Ich bin dabei. Gut, los geht's. Drückt mir die Daumen. Liebe Anwesende, dies ist die Snowboard-WM auf der Anfängerstrecke. Hier sind die Teilnehmer. Start Nummer 1, Simba. Jetzt darf ich sie verkacken. Start Nummer 2, Megatherium. Warte, was? Wer ist das?
Ich dachte, es nimmt nur die Leute aus dem Dorf teil. Start Nummer 3, Titanes. Wir haben auch die beknacktesten Namen. Beim Snowboarden geht es um die Bestzeit. Wer am schnellsten im Ziel ist, hat gewonnen. Wer wird wohl die Strecke zum Glühen bringen? Möge die Snowboard-WM gewinnen. Beginn. 3, 2... Sechs. Ohne einmal anzudütschen. Wunderbar, das Rennen ist zu Ende. Nun zu den Zeiten. Simba, 6 Sekunden. 7 Sekunden. Nein! Titanes hat gewonnen. Das bedeutet Platz 3 Megatherium, Platz 2 Simba und gewonnen hat Titanes. Herzlichen Glückwunsch. Krieg ich einen Trostpreis? Im nächsten Jahr ist die Anfängerstrecke dran. Die Snowboard-WM ist hiermit beendet. Bis zum nächsten Mal. Bitte sei nicht enttäuscht. Nächstes Mal läuft's besser. Du kannst nicht mehr. Oh, fast hätte es gereicht. Sei nicht traurig, beim nächsten Mal läuft's besser. Das passiert eben. Mach dir nichts drauf. Du warst trotzdem richtig gut. Du hast alles gegeben. Sei nicht enttäuscht. Das hat nicht hingehauen. Du hast also verloren. Ja, drück mir noch Salz in die Wunde. Drück mir noch Salz in die Wunde, ihr Schweine. Ich gehe jetzt wieder. Und dann weine ich einfach. Vor mich hin. Ich rede nicht mehr mit euch. Wieso lasst ihr mich auch gegen einen Dude namens Titanes antreten? Schweinerei. Ich habe auch nie Post. Naja, ist noch ein bisschen zu früh, um ins Bett zu gehen. Gehen wir halt angeln. Jetzt, solange der Wasserfall zugefroren ist, nervt er mich nicht so. Von der Geräuschkulisse her. Fischgräte gefangen. Mein Leben. Ich finde, das sagt alles. Habt ihr mitgekriegt, ist das Pokémon Arceus Legend Ding, ne? Das hat jetzt ja einen Termin bekommen, habe ich gesehen. Und zwar gegen Ende Januar nächsten Jahres. Soll es rauskommen. Voll gut. Also das werde ich mir auf jeden Fall holen. Doch in Ruhe. Falsche Richtung. Ich bin nur mega enttäuscht. Jetzt bin ich schon irgendwie ein bisschen sad, weil wir nicht gewonnen haben. Aber ich meine, 4-5-4 habe ich irgendwie noch nie erreicht.
Naja, einfach immer mitmachen. Vielleicht hat es mir dennoch Punkte gegeben. Ey. Jo. Ey. Dass ich da mitgemacht habe. Ey, so. Was ja auch schon mal gut wäre, ne? Also, als ich ja bei diesem Weinfest mitgemacht habe, dann habe ich ja auch Punkte, also Pluspunkte bei den Dorfbewohnern gekriegt. Und ich meinte, der zweite ist ja halt auch noch gut. Ist jetzt nicht so das Krasseste vom Krassen, aber... Ne? Haben die denn überhaupt gefressen? Ja, die sehen aus, als hätten sie gefressen. Lilly auch. Ah, ich muss unbedingt Diva trainieren. Ich hoffe ja mal, dass das Katzenglöckchen nicht so viel kostet. Also ich finde, man merkt richtig, dass Lilly im Chat fehlt. Keiner sagt was. Wir sind jetzt alle fünf drin. 1, 2, 3, 4... Okay, alle da. Alle da. Jetzt probieren wir mal das Kackglöckchen aus. Okay. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber ich finde, das sieht eher so aus, als würde die Kuh abhauen. Komm! Schwing die Hufe, Kuh. Also, ich finde, die Glocke bringt jetzt nicht wirklich. Aber okay. Wer hat denn als nächstes Geburtstag? Keiner. Der nächste Geburtstag dauert noch eine Weile. Das haben wir jetzt schön verkackt. Das heißt, das Winterfest. Verbringe den Tag mit deiner Begleitung. Safran hat da Geburtstag. Und dann ist wieder Bazar am 27. Er hat Adli Geburtstag. Dem brauchen wir einen Stein oder so ein Shit zu schenken. Und Silvester. Und dann geht's ab. Wir feiern die ganze Nacht. Habe ich genug Dünger? Und das ist auch etwas. Ah, schön, das hat sich jetzt endlich zusammengeraucht. Ich muss auf jeden Fall noch Dünger holen. Aber ich speichere hier ab. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben. Oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.